Es ist immer gescheit auf Bio umzustellen, glaube ich. Egal in welcher Größenordnung. Ich glaube, dass es einfach Sinn macht und man soll jetzt im Leben einfach machen, was Sinn macht. Ich bin der Unterweger Peter und ich komme aus Zell an der Bram, das ist in Oberösterreich. Ich bin die Unterweger Maria, seit kurzem. Ich bin ungefähr seit 17 Jahren jetzt da in Dischling. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit 80 Milchkühe und bewirtschaften 75 Hektar. 80% ist Grünland, der Rest ist Ackerflächen. Ich brauche eine gute Qualität für den Winter und darum brauche ich schlagkräftige Maschinen, weil das Wetterrisiko ist auch immer ein Problem. Es ist überall unterschiedliche Erntezeit, finde ich. Oft ist was 14 Tage später zum Mahl. Ich kann nicht zu jeder Zeit in die Wiesen reinfahren, wenn es nass ist. Ich glaube, dass du mit den Rundballen die beste Futterqualität zusammenbringst. Mit den Rundballen kann ich jede Wiesen, so wie man sie denkt, silieren. Wir haben unseren Betrieb vor 1,5 Jahren auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt. Überlegen haben wir schon 10 Jahre. Das sind sicher ein paar Jahre gewesen, wo man einfach anfängt, dass man mal Sachen hinterfragt. Wir haben es eigentlich eh schon immer biologisch gemacht auf dem Grünland. Jetzt machen wir es einfach komplett im Kreislauf. Nur das, was wir selber produzieren auf die Wiesen. Und es wird nichts zugekauft. Entscheidungen werden miteinander getroffen, weil es einfach die ganze Familie betrifft. Jeder darf seine Argumente vorbringen, für und wieder. Und das, was uns Bauch sagt und Herz sagt, das tun wir dann. Ich glaube, wir sind ein super Team. Meine Frau ist ein Traum. Also ich habe immer gewusst, ich bin beim Bäder daheim. Beim Bäder, das ist das, wo ich meine Heimat gefunden habe. Und auch das in der Natur und dass nicht alle 5 Minuten irgendwas ist. Oder auch die Kühe, die beruhigen einen so. Was ich gute Arbeit finde, ist, wenn ich nichts beschädige, wenn ich auf meinen Boden schaue, wenn ich versuche, dass die Kühe gut geht. Richtig gute Arbeit bedeutet für mich, dass man eine Wertschöpfung findet, also dass man den Wert in der Schöpfung findet, dass man das vermitteln kann, die Kinder vermitteln kann, die Konsumenten vermitteln kann, dass das, was wir da tun, dass das eine Wertschätzung der Natur gegenüber sein soll. Das ist richtig gute Arbeit.